Willkommen zurück zu Diablo 3 in 12 Folgen mit mir, Peter Bus. Und wir suchen immer noch Kultisten, ignorieren dabei alles andere. Die Viecher sind böse. Verdammt böse. Die, die ihre kleinen Insekten spucken. Böse sind die. So böse. So. Ja, ich sollte schon irgendjemanden treffen mit dem blöden Schild, sonst wird das nichts. Lasst uns zur Brücke gehen. Okay, dann gehen wir zur Brücke. Was habt ihr vor, wenn Magda tot ist? Ihr Meister Belial will in Sanctuario einfallen, ebenso sein Bruder Asmodan. Ich werde sie beide töten, ihre Armeen zerschlagen und Sanctuario vor Schaden bewahren. Wie seltsam. Ihr müsst diejenige sein, die ich hier finden sollte. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ihr meine wahre Geschichte erfahrt. Nein. Ich glaube, das geht schon. Ich bin nicht aus Caldeum. Ich habe diese Zauber vor 1500 Jahren gelernt. Meine Schwester Jesus. Hatten uns einen Mann von großer Macht verschrieben. Wir nannten ihn den Propheten. Er hat uns ausgebildet und in einen magischen Schlaf versetzt, damit wir in dieser Zeit erwachen. Ich soll die Invasion der Herrscher der Höllen verhindern. Ich denke, ihr seid gefährlich. Und das gefällt mir. Schließt euch mir an. So, dann machen wir jetzt absolute Frauenpower. Der Prophet hat unseren Sieg vorhergesehen. Und nehmen das Fräulein mit. Verteilen mal Fertigkeiten. Betört zeitweise einen Gegner, sodass er für euch kämpft? Nein. Das mag ich jawohl. Besonders. Erhöht eure Rüstung und die Verzauberung verlangsamt. Reduziert den von euch und der Verzauberin erlittenen. Geschossschutz oder machterfüllte Rüstung? Das hätte ich auch eher gedacht. Das hier. Was alles in die Nähe kommt, wird sowieso demnächst ganz schnell ausradiert. Jawohl. Ein Upgrade. Kann ich... Naja, sie kann nur... Ringe kann sie nehmen. Ich weiß gar nicht, ob der besser ist als das, was ich anhabe. Der dauernde Konflikt manchmal zu viel? Das endlose Kämpfen? Daraus besteht das Leben. Es hört nur das auf, ist offensichtlich für dich. Also ist es für mich zur Gewohnheit geworden. Und sonst habe ich nichts, was ich dir geben kann. Nicht unbedingt eure Stärke, oder? Ich glaube, das hier ist für den Schuft oder so. Steht Begleiter dran, aber es ist, glaube ich, für den Schuft gedacht. Ihr werdet ihn im Norden finden. Es ist allerdings noch ein recht weiter Weg. Au, shit. Na, wo ist die letzte? Ein machtvoller Gegner ist gefallen. Gehen wir mal ganz kurz zurück und verticken, weil Inventar ist eh voll. Ab in das nicht so ganz so versteckte Lager, nachdem wir es einfach so finden über so einen blöden Steinkreis im Boden. Nee. Kann ich bei dir auch verkaufen? Nein. Seht sie euch an. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ich mag klein aussehen, aber ich werde euch ganz schön wehtun, falls ihr versucht, mich zu bestehlen. Warum sollte ich das versuchen, Kind? Warum? Sollte ich das versuchen? Okay. Wir haben wieder ein paar Level abgehabt. Schauen wir mal kurz in die Truhe, ob sich vielleicht irgendwas für uns ergeben hat. Ja, und wir können es nicht gebrauchen. Auch das können wir nicht gebrauchen. Sonst noch irgendwas, was wir nicht gebrauchen können, aber gefunden haben. Das hier ist schon ein schickes Schwert. Sieht aus wie das von Tyrael. So. Okay. Folgen wir vielleicht einfach mal. Ihr seid cool, euch habe ich noch nie gesehen, oder? Gab's euch schon immer? Wir schauen einfach mal. Im Norden. Dieses Mal haben sich die Kultisten nicht auf ihre Illusionen verlassen. Ich werde den Weg über den Außenposten von Kasim im Westen nehmen müssen.
Gottchen, nee, das Kind macht aber auch gar keinen Schaden. Okay, jetzt geht's nicht lang. Hier geht's lang. Warum auch immer ich mit dem blöden Pferd so hängen bleibe. Ist mir schon noch ein Rätsel. Ein Dünenhai. Cool. Zögern schreibe ich über die sieben Herrscher der Hölle, denn sie sind die größten der Dämonen. Und selbst ihre Namen zu flüstern, scheint die Luft um mich herum zu vergiften. Sie werden unterteilt in die geringen Übel. Belial, Asmodan, Duriel und Andariel. Und die Großen. Hauptmann der Wache, euch wird hiermit befohlen eine Truppe... Grüße. Ich bin auf dem Weg nach Alkarnos, aber dieses Tor scheint mir den Weg zu versperren. Ihr seid wohl von Sinn, aber wenn ihr euch unbedingt kopfüber in den Tod stürzen wollt, dann sprecht mit Hauptmann David im Kommandoposten. Er hat den Schlüssel zum Tor. Okay. Kommandoposten. Da bist du. Mir als Opfer dargebracht. Ein Geschenk von Meister Belial. Er hat euch als Ablenkung benutzt und ich habe es zugelassen. Euer Tod ist die verlorene Zeit allemal wert. Nein! Er würde mich niemals verraten! Erschlacht sie! Belial weiß nicht, was Loyalität bedeutet. Er hat euch zurückgelassen, wohlwissend, dass ihr für Kains Tod bezahlt. Keine Sekunde zu früh. Sie hatten vor, uns Belial zu opfern. Eisenwölfe, erobert die Stadt zurück! Habt ihr mal nur Glück gehabt, dass ich existiere, ha? Huh? Oh. Stimmt, die konnten sich so blöd wie unsichtbar machen. Die Elenden. Hat Magda Alkarnos erreicht? Ja, wir haben Gerüchte von einem fürchterlichen Blutbad dort gehört. Dann ist die Zeit knapp. Bitte öffnet dieses Tor. Sei mir nicht so höflich. Hier geht's um Leben und Tod. Huch. Alkarnos ist nicht mehr weit. Ich komme, Magda. Ah, da will ich nicht drin enden. So. Wären doch jetzt Alkarnos noch. Oh, jeez. Weg war der Kopf. Weg war der Kopf. Stipp. Bayard. Ich finde es gut, dass die Viecher immer zuerst mich angreifen. Ob sie irgendwas gegen mich tun könnten. Muss man das echt abgewöhnen, in diese Viecher reinzulaufen, die schmeißen. Es wird irgendwann mal ganz, ganz böse und bitter für mich enden. Yay, wir haben endlich mal ein Amulett gefunden. Sogar auch noch eins, was für uns taugt. Was haben wir denn hier? Haben wir irgendwas, was extra für... Euer Freund Tyrael. Von ihm geht das Seraphim aus.
Dann holen wir uns noch ein bisschen Schaden. Er hat die Seinen verlassen, um uns beizustehen. Ihr seid mit eurer Gefolgschaft gar nicht gesehen. Immer noch nicht genug? Okay, das scheint doch der richtige Weg zu sein, wenn plötzlich Kultisten auftauchen und versuchen, uns aufzuhalten. Hallo, Wegpunkt. Belial, Herr der Lügen, ist der am schwersten zu fassende unter den sieben Übeln. So feist er vertäuscht. Man sagt, dass er es war, der Asmodan zu einer Revolte gegen die großen Übel anstiftete. Damit begann der Bürgerkrieg der brennenden Höllen, der mit dem dunklen Exil der großen Übel in unserem... Ich dachte schon, ich würde nie gerettet. Die Flüchtlinge erwarten auf den Verbindung. So, dann gehen wir mal schnell Leuten helfen hier. Leute, die sich selber nicht helfen können. Ich wünschte, wir hätten früher kommen können. Mögen eure Wunden schnell heilen. Ihr armen Leute. So, ab jetzt muss ich niemandem mehr helfen. Wie ihr merkt, ich bin jemand, ich brauche eine Skillung, wo ich einfach nacheinander alles ausführen kann. Das ich eh die ganze Zeit mache. Mein Glaube wird belohnt. Ein Wahlmodus. Sie können was? Wahlmodus? Was? Warum stand das dann gerade nur so kurz? Frechheit. Absolute Frechheit. Wir bekommen hier die ganze Zeit so nette neue Sachen. Gebot der Hoffnung. Schauen wir mal. Oh yeah. Gegner, die vom Schild getroffen werden, haben eine Chance, betäubt zu werden. Alles klar. Gebot der... vielleicht... aktiv verleiht dem Gebot Nachdruck, sodass ihr und eure Verbündeten für einen kurzen Zeitraum von einem Schild umgeben wird. Passiv sprecht das Gebot aus, sodass ihr eure Verbündeten... ja, ich möchte gerne kontinuierlich geheilt werden. Das klingt eher nach etwas, was ich brauche. Da war doch noch irgendwas, oder? Jawohl. Der Boden, auf dem ihr fallt, wird hoch erhitzt, sodass alle Gegner sich... yep. Nämlich... okay. Der Keller war schnell ausgeräumt. Wir wollen ja gründlich sein, nicht wahr? Verbrennt im Licht. Ey, das Beste, die Typen so auf Distanz schlachten, bevor sie fertig sind mit ihrem hässlichen Ritual. Ehrlich? Tötet Magda. Okay. Möge das Licht euch Gnade gewähren, Magda. Denn ich werde es nicht tun. Unwichtig. Während du mich gejagt hast, hat Belials kaiserliche Wache deine kleine Hexe, Lea, gefangen. Bald wird ihre Macht ihm gehören. Okay, das ging jetzt etwas schneller als erwartet. Oh, hallo, neue Hosen. Kopfschutz, sonstiges.
10 Vitalität. Jawohl. Nehmen wir. Kehrt ins Lager zurück. Ich kehre in die Stadt zurück. Dann machen wir das doch auch. Magda hat sich jetzt nicht besonders gut geschlagen. Als Magda starb, schwor sie, dass Belial über alles herrschen würde. Das werde ich nicht zulassen. Magda ist tot. Sie behauptete, dass die kaiserliche Wache Belial dient und dass Lea von ihr gefangen genommen wurde. Dann müssen sie den Kaiser gegen seinen Willen festhalten. Ich erschauere, wenn ich daran denke, was Belial mit Lea und ihrer wachsenden Macht anstellen könnte. Unsere einzige Chance, Lea zu retten, ist es, den Kaiser, den Klauen der kaiserlichen Wache, zu entreißen. Ashara von den Eisenwölfen kann uns zum Kaiser bringen. Ich werde mit ihr sprechen. Klingt super. Klingt prima. Ich muss kurz verticken. Hallo. Und wir werden das so machen. Alles weitere jetzt in der nächsten Folge, die die Fazitfolge ist. Danach kommt irgendwann Reaper of Souls. Ich bin auch am überlegen, ob ich es mit diesem Charakter mache, dass ich mich so weit hochspiele, dass ich Reaper of Souls spielen kann mit ihr. Ich denke, das werde ich tun. Und dann wird das einfach begonnen, sobald ich soweit bin. Ich sag wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Like da lassen. Wer was zu sagen hat, kommentieren. Wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.